Fußball. Zwei Matches haben seit der Winterpause stattgefunden und nur gerade drei Teams haben zweimal einen Sieg können ins Trockene bringen. Zum einen IB, aber von den Berner hat man das eigentlich erwartet. Zum anderen Luzern und Lugano. Und das ist doch eine ziemliche Überraschung. Lugano hat zuerst auswärts Basel geschlagen und dann daheim Sio bodiget und all das noch ohne hochkarätigen Zuzug Marc Janko. Und auch heute ist der Stürmer gegen GC nur ein Ersatz gewesen. Wenn es so gut läuft wie in den letzten beiden Spielen, braucht es Janko noch nicht, aber gut für Tami, einen solchen Hochkaräter in der Hinterhand zu haben. GC hat sich auch verstärkt mit dem Bosnier Kenan Kodro, von Mainz ausgeliehen bis Ende Saison, Sohn von Servet-Trainer Meho Kodro. Und dieser Kodro hat nach 5 Minuten seine erste GC-Chance. Kenan Kodro, sein Schuss geblockt. Im Herbst spielte er 8-mal für Mainz, nur 2-mal über 90 Minuten, das alles ohne Torerfolg. Freistoß für die Zürcher in der 20. Minute. Riener mit dem Kopf. Erstmals so etwas wie Gefahr. Jean-Pierre Riener. Murat Yakin holte ihn im Winter von Schaffhausen zurück zu seinem Stammclub GC. Lugano ist in der ersten Halbzeit völlig harmlos. Dieser Schuss von Mariani kommt dem GC-Tor noch am nächsten. Das sagt eigentlich alles. Dann endlich einmal Lugano mit einer Tempoverschärfung. Alexander Gerns nimmt Tempo auf. Vorbei an Riener und Vilotic. Dann hat er noch das Auge für den Mitspieler Davide Mariani. Vorbei. Wir sind dankbar und schnalzen mit der Zunge. Endlich, endlich, endlich die erste echte Torchance. 3 Minuten vor der Pause. Und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit eine ähnliche Situation. Wieder Gerns auf Mariani. Jetzt klappt es! Das 1:0 für den FC Lugano. Torschütze Davide Mariani und Jubel auf der Bank der Tessiner. Der schönste Angriff der ersten Halbzeit. Stark vor allem die Vorarbeit von Gerndt und dann ohne Gegenspieler Davide Mariani. Der erste Fehler in der GC-Defensive wird gleich bestraft. 1:0 zur Pause. Seiner Mannschaft fehlte es in der ersten Halbzeit an offensiver Durchschlagskraft. Das muss besser werden, sonst gibt es nichts zu holen im Tessin. GC nun zielorientierter und kombinationssicherer. Cefren, Lavanchi, Taipi und Juricin, der eingewechselte Österreicher mit schlechtem Timing beim Kopfball. Sein Trainer konnte das früher wesentlich besser. Die Partie nun wesentlich animierter als noch in der ersten Halbzeit. GC mit Problemen im Aufbau. Goalie Lindner inklusive. Lugano dazwischen. Und gleich mit einer Möglichkeit. Alexander Gerndt, das 2:0. Nein, am Tor vorbei. 8 Minuten vor Schluss kommt dann auch Marc Janko zu seinem ersten Einsatz für den FC Lugano. Welcome back. Nach seinem verunglückten Abstecher zu Sparta Prag ist der Österreicher wieder zurück in der Schweizer Super League. Janko versucht, sich gleich in Szene zu setzen. Hier ist der Österreicher am Ball. Sabatini. Und Vessai beinahe mit dem 2:0. Die Führung der Tessiner mittlerweile mehr als verdient. Geht's in der letzten Minute doch noch mit der Ausgleichsmöglichkeit. Fasco scheitert an D'Acosta. Es bleibt beim 1:0. Yakins Leute waren heute offensiv zu harmlos. Deshalb jubelt am Ende Pierluigi Tami und der FC Lugano. Im dritten Spiel 2018 ist das der dritte Sieg.